habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Naja, ob es die Seele sättigt, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ne? Ja. Komm in die Hufe, Basim. Es braucht nur wenige schlichte Werkzeuge, um die größte Moschee zu bauen. Ich hoffe, deine Weisheit begleitet mich weiter, Vater. Wo auch immer du sein magst. Ah ja. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens. Weißt du? Du sagtest, wir hätten einen Auftrag. Alter, gehen wir doch jetzt schon nicht auf die Nüsse. Ich mach das Spiel gleich wieder aus wegen dir. Ich komme ja schon. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Himmel. Diese Aufträge. Darwish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler.
Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Okay. Was ist denn jetzt hier? What the fuck? Okay, what the fuck? Tut mir, der ist ein kleiner Parcours hier, Alter. Holy shit. Dann lauf! Ist es... Okay, Alter, schau mich an, Esel. Ist es möglich, das zu verkacken? Komm, ja, dabei. Nur so eine Frage. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein, ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. Direkt eingeschnappt. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Jo. Oh, eieiei. Hoppala. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Okay. Was? Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Erinnert mich so ein bisschen an The Last of Us. Und jetzt weg. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Der Esel hat doch gerade eben geleuchtet. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Ja, mal gucken. Das Adlerauge ein, um Beute zu finden. Welche Kostbarkeiten? Dreieck, bla bla bla. Dreieck, bla bla bla. Okay, scheint wohl funktioniert zu haben. Na, guck mal hier. Und da drüben an dem Stand. Das war teilweise ein bisschen. Wer hat Geld? Achso, die da. Oh, da ist eine Wache. Bisschen zu früh fast schon. Warte mal, wo guckt er hin? Okay, er guckt in die Richtung. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Atlar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Genau. Wollen wir den mal nicht warten lassen. Okay. Wohin muss ich denn? Ich kann noch keine Markierung setzen, das ist das Herz allerliebst. Ja gut, dann denke ich mal hier hoch.
Weil da stöhnt er immer so. Ja, hallo? Oh. Oh, nice. Holy shit. Oh, oh, hallo. Oha, Alter. Lol. Er ist das Feature in The Last of Us, dass man Hunde streicheln kann. Und jetzt ist er sogar Katzen streicheln hier. Da unten irgendwo. Oh, yo. Okay, einmal da runter, bitte. Oh. Sorry. Die haben aber viel Energie. Sei gegrüßt. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige. Warum bist du... Ich stehe doch nicht. Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Also so wie der auch steht, ist das eh nicht gesund so für die Knie, ne? Ich nur mal gesagt haben. Bassem, der Kalif ist gerade mit seinem Hofstaat angekommen. Hast du sie gesehen? Habe ich nicht. Aber dafür einige seiner Händler auf dem Marktplatz. Ich war ganz nah dran. El Mutawakkil ist viel, viel größer, als ich gedacht hatte. Ein wirklich riesiger Mann. Kein Wunder. Er schlägt sich den Bauch voll mit Speisen und Gewürzen, die wir, wenn wir Glück haben, einmal im Leben kosten können. Ich hörte Gerüchte über einen wichtigen Besuch. Aber ich kann nicht sagen, von wem. Ich habe Geheimhaltung geschworen. Lass mich raten. Von Halla, der Tochter des Palastwächters. Was? Woher wusstest du das? Ich weiß, wo du wirklich hingehst, wenn du sagst, dass du Wasser holst. Sie ist gütig. Dir eine gute Freundin. Und eines Tages vielleicht mehr. Ah, was? Ich meine es ernst. Sie wird dich von Ärger fernhalten. Das würde dir gut tun. Bis dann, Fahmi. So, noch irgendwer, der hier quatschen will. Hallo, hallo. Ja, hallo. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt hier rein. Sieh an, da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Geb damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Okay. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind.
Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Okay. Geh halt. Tschüss. Ich hab gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten zum Winterpalast marschiert sind. Hatten die Schwerter und Speere? Oh, die natürlich. Das sind Soldaten. Ich würde gern ein Schwert stehlen oder einen Helm. Okay. Ah, das kann ich nur lesen. Ich kann es nicht mal mitnehmen, oder was? Ah, wow. Wunderbar. Naja. Okay. Oha, ja, okay. Wer will denn alles mit mir quatschen? Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balg genannt und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen. Wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Hey, wunderbar. Haben Sie sonst noch was über das Verzeichnis gesagt? Oder was Sie damit wollen? Ich sage dir, was Sie mir sagen, Bassem. Wie immer, nur das Nötigste. Warum fragst du? Ich wüsste gern, was es ist, wozu ich meinen Beitrag leiste. Du hast viel dafür getan, ihre Bestrebungen zu unterstützen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Nur ein Wort der Warnung, denn ich tue dies nun schon lange genug. Alle, wirklich alle, die im Schatten arbeiten, tun dies nur, weil sie es müssen. Angesichts drohender Gefahr zum Beispiel. Und dadurch, dass wir an ihrer Seite arbeiten, haben wir die Gefahr an unsere Tür gelockt. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht hineinlassen. Geil. Du bist auf dich allein gestellt. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Bassem. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Er hat so leichte Kopfprobleme, habe ich das Gefühl. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. Ja, mach das nicht. Ich eigentlich auch nicht. Du. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest. Warte hier. Natürlich. Natürlich. Machen werden misstrauisch und sehen nach, wenn sie dich in einem Sperrgebiet erspähen. Durchreisen und dich pflanzen, okay. So. Hey. Ich kann nichts tun. Hallo? Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist. Bla bla bla. R1. Bewusstlos zu schlagen. Okay, wir schlagen die damit nur bewusstlos. Das ist auch scheiße. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Wachen die denn jetzt noch auf oder ist das jetzt scheißegal? Tragen ist wahrscheinlich jetzt nicht die klügste Idee. Dann würde ich eher mal da hinten den Dude, bevor der mir in die Quere kommt. Oh mein Gott, hier sind ja voll viele.
Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Wow. Okay, der macht's auch in geduckter Haltung. Okay, das ist big. Das ist big. So, fallen lassen. Okay, hier könnte ich das rüber, ne? Und dass die mich sehen. Ah, die teilen sich auf. Das ist wichtig. Pfeifen. Versteckt, kannst du sie durch Pfeife anlocken. Was war das? Schisthauen hält uns auf Zack. Ja, er guckt jetzt aber. Nichts. Na gut. Okay, wait a minute. Was geht da vor? Hä? Das war close. Ich glaube, der hätte gleich seine Armee gerufen. Okay, dann... Den da? So einfach? Einfach mal einen überbraten? Ich muss da hoch. Kann mir jetzt noch irgendwer irgendwas? Nur aus reiner Neugierde. Da hinten steht noch ein Dude. Da steht noch ein Dude. Was ist mit den anderen? Ist der jetzt auch irgendwie gefährlich oder so? Ich... keine Ahnung. Einfach mal machen. Es sieht halt wirklich so falsch aus, ne? Oh, moin. Ja, keine Sorge. Nein, nicht schreien. Hey, was ist da los? Gar nichts. Komm mal hier ran. Ich find's immer erstaunlich, dass in so Spielen keiner nach Hilfe schreit oder so. Das ist schon sehr, sehr komisch, ne? Okay, das ist halt... Ich müsste eigentlich nur da hoch, ne? Na egal. Dann... Hallo. Verschlossen. Nicht mehr lang. Okay. Inwiefern soll mir das helfen? Oh, okay, ich kann auch essen. Da ist eine Truhe drin. Achso, ich muss ja jetzt gucken, wer den Schlüssel hat, ne? Irgendwas habe ich gehört. Ein Klimpern. Ah! Okay. Dann wollen wir mal hier so ganz leicht rein. Achso, ja, gut. Es ist ein Screech-Style halt so, ne? Ganz normal. Ein paar Münzen. Truhe tun wir natürlich auch plündern. Und nach oben. Der Raum oben war aber verschlossen, soweit ich gesehen habe, ne? Moin. Auch mal deine Aufmerksamkeit. Nee, tragen wollte ich nicht. Gibt's hier noch was?
Ja, benutze Adlerauge, um täusch doch. Achso, ne, erst das Essen. Gut, dann. Das brauche ich ja nicht mehr. Unbedingt außenrum zu laufen. Da ist es das, wonach ich suche? Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Grießkram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Wer weiß das schon? Okay, einsammeln. Jeder, wofür ich auch immer Federn brauche. Und jetzt kann ich schon wieder zurück, oder was? Oh, wenn es das war. War ja nicht weit. Brauchen wir jetzt nicht mit den ganzen Dinger da zu hüpfen. Das Untertauch? Das sind die Untertauchen. Zack. Alter, die fucking Kuh, Mann. Ich muss hier rein. Ich muss auch gleich noch ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Das Essen. Essen kommt gleich noch. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Ey, versuch was drauf wert, der Alten da auf den Sack zu gehen. Thank you.